Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toos mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier noch bei dem Quest der Weg der Stimme. Ich nehme an, das ist ein Hauptquest. Ja, und die Graubärte haben mich in ihr Kloster Hochrodgar auf den Hals der Welt gerufen. Dort sprach ich mit dem Graubart Arngeir, der mich für das Drachenblut hält, was hieße, dass ich ein besonderes Talent für den Einsatz der Macht der Stimme besäße. Sie haben mir angeboten, mir dabei zu helfen, meine neuen Fähigkeiten einsetzen zu lernen. Das nächste wäre ja das Ziel, lerne das Wort der Macht von Bori. Dazu müssen wir da jetzt raus, ja? Wir haben mittlerweile schon die unerbittliche Macht dreimal demonstriert. War ein wenig tricky, ja? Weil wir da nicht wussten, dass wir da in die Kampfposition müssen. Aber egal. Wir folgen da jetzt mal raus in den Innenhof und schauen, was für ein Wort der uns jetzt da beibringt. Dieser Bori. Ja. Die langen Jahre unter der Erde haben die Falmer erblinden lassen, ihre anderen Sinne wurden jedoch dadurch geschärft. Genau. Oh, da geht's ja schon ab, ja? Die Jungs mit ihren Kutten stehen jetzt da. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wuld beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Aha, der hat das jetzt da wieder auf den Boden ihr projiziert. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Ja, okay. Die schauen mir nur zu, weil ich nicht will. Wort der Macht gelernt, Wirbelwind. Er wird sein Wissen über Kult. Abgeschlossen, lerne das Wort der Macht. Wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Wirbelwind Sprint, okay. Ich nehme an, das müssen wir gleich mal ausrüsten. Wir haben da Schreie und da ist dann auch der Wirbelwind-Sprint. Wirbelwind-Sprint, Leute. Den rüsten wir auch gleich aus. Ja. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwind-Sprint vorführen. Anschließend seid ihr dran. Ist gebongt, okay. Meister Bori, Bex. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Okay. Wir müssen da. Und komm, geht schon. Abgeschlossen. Ja. Rede mit Arngeier über deine weitere Ausbildung. Also, lieber Freund Wulfgar, wir stecken mal die Waffen wieder weg, ja? Die Jungs mit den Kutten, ja, irgendwie sind die ja extrem suspekt hier. Wulfgar, ich schau dir mal in die Augen. Ja, extrem fröhlich schaust du ja nicht aus. Und irgendwas hat es da mit der Auflösung in letzter Zeit, das schaut alles so dunkel aus, finde ich. Aber Wulfgar, okay, du hast ja schon einiges erlebt, ja? Wenn ich das an deinen, ja, Falten erkennen darf, dann gehen wir da wieder rein. Was ist denn jetzt los? Dürfen wir da nicht mehr rein, oder was? Dann laufe ich außen rum. Wenn so ist, okay. Müssen wir nochmal? Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Es passiert einfach. Vielen Dank. Wie lautet meine nächste Aufgabe? Ja. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf.
Bleibt dem Weg der Stimme treu. Dann werdet ihr wiederkehren. Abgeschlossen, der Weg der Stimme. Erfolg freigeschaltet, der Weg der Stimme. Begonnen, das Horn von Jürgen und Pipapo. Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Ihr könnt mir sicher noch mehr erzählen. Ja? Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraushaben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen. Lasst euch durch eure mühelose Beherrschung der Stimme nicht zu der Arroganz der Macht verleiten, die schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Mhm. Ja, da gibt's ja einiges, Leute. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas... Ja, das hatten wir ja schon. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Ja, cool, man. Was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Oh. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Ja, junger Freund, also alter Freund, ja, ohne die Rüstung hätten wir ja nicht überstanden, diese ganze Tortur bis hierher. Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Gibt es nur 4 von euch? 5. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Wann kann ich Parthornax, euren Anführer, treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Erzählt mir etwas über euch, ja? Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrottgarn mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Ja, Leute, ich glaube, das war's dann auch jetzt schon. Warum sagen die anderen nichts? Ihre Stimmen sind zu mächtig. Niemand, der nicht im Weg geschult ist, kann ihnen widerstehen. Sogar ein Flüstern könnte euch töten. Und was ist da wirklich? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme der Verehrung und dem Ruhm der Götter.
Okay. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Künarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Cool. Aber ich bin kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Ich werde versuchen, den Weg der Stimme zu Das Drachenblut ist eine Ausnahme aller Regeln. Das Drachenblut selbst ist ein Geschenk der Götter. Wie könnten wir ein Geschenk annehmen und das andere ablehnen? Als Drachenblut habt ihr die Fähigkeit des Schreis direkt von Akatosh erhalten. Daher wollen wir euch den richtigen Gebrauch eurer Gabe lehren, die die Grenzen überschreitet, die andere Sterbliche binden. Nun gut, ich glaube, ja, da steht noch was. Ist das jetzt ausgegraut oder nicht? Ja, ich kann das nicht mehr erkennen, Leute. Wer war? Er war im großen Krieg ein Anführer der alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Nun gut. Und was ist der Weg? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Künaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren... Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Künaret. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrott. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zu... Ihre Stimmen sind zu mächtig. Niemand, der nicht im Weg geschult ist, kann ihnen widerstehen. Nun gut. Sogar ein Flüstern... Könnt ihr uns töten? Ja, ich weiß ja auch schon. Gut so. Ich denke, wir haben jetzt alles mal durch hier. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich da irgendwas hier doppelt angesprochen habe, aber ich war mir nicht sicher, ob das jetzt da ausgegraut ist oder nicht. Was könnten wir jetzt da? Fertigkeiten, Wiederherstellung. Wiederherstellung sind wir da, ein wenig unterlevelt. Ja, danke vielmals. Wiederherstellung haben wir da. Von einem netten Abonnenten und mittlerweile guten Freund gehört, ja? Ja. Dass das ja extrem weh tut, ne? Ja. Weil wir hier nicht weiterkommen. Und so könnten wir eigentlich, ja? Schaut ihr, wie der Lebensbalken darunter geht? Hier ein wenig Wiederherstellung Level. Ohne Gefahr, ja? Nun gut, ich werde da kurz einmal aufhören. Mich entwaffnen und eine gute Position finden, ob ich da jetzt mit... Aela noch einen Abschluss finde. Beim nächsten Mal werden wir hier, glaube ich, mit diesem Hauptquest nicht weitermachen, sondern gleich einmal zu den Zauberern gehen, um irgendwas über die Zauber zu lernen. Ich werde hier kurz mal leveln, Wiederherstellung, ja, und dann habe ich noch einen Post bekommen von dem Freund, der mir gesagt hat, ich soll ihm den Hund bei den Stellen von Markat kaufen, dass es dann noch einen Hund gibt und er gibt mir noch eine zweite Chance, wenn ich einfach die
Zauber mit den Umgebungswirkungen weglasse, dann sagt er mir, wo ich einen zweiten Hund finden kann. Das werden wir dann auch probieren. In diesem Sinne, Aela, Aela, genau. Und unsere Tosita verabschieden sich jetzt. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.